So, zusammen und herzlich willkommen zur 33. Folge von Swiss Info Doof aus Switzerland mit Galaxy TV! Ja. Link zu ihm ist natürlich unten in der Videobeschreibung und bei ihm ist auch ein Video zu finden, wo ich mitmache. Wuhu! Wer das anschauen will, sollte auf jeden Fall den Link anklicken. Auf jeden Fall. Im vergangenen Jahr sind in der Schweiz mehr als 400 Tonnen Pelz vom Ausland in die Schweiz importiert worden. Eine Petition von Tierpartei Schweiz, also kurz TPS, findet, dass das definitiv zu viel ist. Jetzt haben sie eine Petition lanciert und es hat schon fast 30'000 Unterschriften gegeben, was eigentlich ziemlich viel ist, würde ich mal sagen. Die Petition fordert das Importverbot von tierquälerisch gehaltenen, gefangenen oder getöteten Tieren. Oder eben den ihre Pelze. Findet ihr, dass 400 Tonnen zu viel ist? Oder findet ihr, das geht eigentlich noch klar? Oder allgemein findet ihr, dass Pelze allgemein verboten werden sollten, wegen Tierquälerei und so weiter? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mal eure Meinung unten in den Kommentaren. Während andere Parteien den Wahlkampf mit Wahlkampfsongs schmücken, kümmert sich unsere liebe gute alte Swisscom ums mobile Netz. So soll nämlich im Jahr 2020 5G eingeführt werden. Holy moly! Ich frage mich, wie viel 5G ist? Kannst du denn 4K-Video streamen oder was? Also muss ja der Hammer sein! Und an dieser Stelle ist es vielleicht auch gar nicht so uninteressant, mal nachzuschauen, wie viele Daten momentan über Swisscom-Netz pro Tag umgedüschelt werden. Es sind satte 290 Terabyte pro Tag, was ziemlich viel ist, für das es Handys sind, wo ja nicht immer Videos oder sonstiges Zeug auf- oder abladen. Sprich, du hast auch noch WhatsApp oder was auch immer inklusive, aber ich denke, der grösste Teil sollte schon von den Videos kommen, aber ich bin nicht so ein Experte in diesem Gebiet. Das Einzige, was mich an dieser Affiche ein bisschen stört, ist, dass wir noch bis ins Jahr 2020 warten müssen, was ja noch gut 4 Jahre sind. Also, ein bisschen mehr wie 4 Jahre, nicht jetzt mehr schockiert anschauen, ich habe einfach schon ein bisschen vorgerechnet. Andererseits ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man den Leuten ein bisschen Zeit lässt, dann kommt es am Ende vermutlich besser. Aber darum trotzdem mal meine Frage an euch, was meint ihr dazu? Kann man da überhaupt etwas darüber diskutieren? Findet ihr 2020, da müssen wir noch zu lange drauf warten? Oder findet ihr, wir sind mit 4G zufrieden, lasst die Swisscom doch nicht auch noch 5G einführen, dann müssen wir noch mehr zahlen? Eure Meinung einfach mal in die Kommentare. Wer im Ausland durch fahrlässiges Handeln festgenommen wird als Geisel, muss in Zukunft seine Befreiung selber zahlen. Das hat der Bund erst gerade beschlossen, aber ich frage mich ehrlich gesagt, was ist überhaupt fahrlässiges Verhalten? Das heisst, ist irgendeine Straftat begangen worden oder hat man einfach zu wenig gut aufgepasst? Oder? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was als fahrlässiges Handeln angeschaut wird. Darum würde es mich interessieren, was ihr dazu sagt, was für euch als fahrlässiges Handeln ist oder ob ihr das allgemein eigentlich übertrieben findet. Also sagt auf jeden Fall mal eure Meinung unten in den Kommentaren. Ich meine, für irgendetwas ist ja da. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt, weil es halt so ist. Kürzlich ist es zu einer Verurteilung von einem Pädophilen gekommen, der während 2 Jahren 2 kleine Buben missbraucht hat. Zum einen ist es natürlich eine gute Nachricht, dass er verurteilt worden ist, zum anderen fällt aber auf, dass seine Strafe im Vergleich zu anderen verurteilten pädophilen Straftätern ziemlich viel milder ausfällt. Der Pädophile hat nämlich ein IQ von 62, was irgendwie nicht gerade viel ist. Schnell zum Vergleich, der Durchschnittsmensch hat ein IQ von zwischen 90 und 110 und der ist gerade bei 62, also der ist wirklich nicht gescheit. Darum hat jetzt das Gericht entschieden, dass der nicht ganz so hoch zu bestrafen sei, wie jetzt vielleicht normal denkende Pädophile. Und das ist jetzt meine Frage an euch, was meint ihr dazu? Sollte man da aufgrund von seiner Intelligenz Ausnahmen machen? Sollte man ihn als Behinderte sozusagen gar nicht bestrafen und ihn einfach in die psychiatrische Klinik tun? Oder findet ihr, Strafe muss sein, er hat diesen 8- bis 10-Jährigen ja genau das gleiche Auto, wie er auch in der Auto hat, wenn er gescheit gewesen wäre? Eure Meinung einfach mal ab in die Kommentare. Und jetzt muss ich den Helm abziehen, der ist verdammt heiß. In den Einkaufsfilialen wie zum Beispiel Migros oder Coop wird immer mehr stark kritisiert, dass den Arbeitern immer mehr ihre Arbeit abgenommen wird. Das klingt zwar im ersten Moment eigentlich nicht schlecht, weil man denkt, okay, es wird immer mehr Arbeit abgenommen, aber das Ganze ist leider nicht so ganz einfach, wie man sich jetzt vorstellt. Und zwar geht das Ganze um das Self-Checkout. Ihr kennt das sicher, wenn ihr irgendwie in einem Einkaufsgeschäft hergeht und eine lange Schlange habt, dann denkt ihr euch manchmal, okay, komm, gehe ich einfach in das Self-Checkout, wo man selber kann auschecken kann oder zahlen, besser gesagt, ohne irgendwelche Kassiererinnen oder Kassierer. Die Einkaufsgeschäfte begründen das meistens mit der Aussage, dass es eben für die Kunden mehr Zeit spart und dass sie eben, wie schon gesagt, solche Schlangen umgehen. Aber andererseits, auf der anderen Seite,
behaupten wieder viele Leute, dass das eben das Gegenteil sei. Weil ja die Arbeiter, die das eigentlich tagtäglich machen und sich eigentlich mit dem gut auskennen, das ganz schnell können machen, dass es bei denen viel schneller geht. Ja, was sagt ihr dazu? Findet ihr es besser, wenn man das Ganze über das Self-Checkout macht? Oder denkt ihr, ja, für irgendetwas gibt es ja die Angestellten bei Migros oder Coop oder was auch immer. Es kann ja sogar sein, dass sie wegen dem ihren Job verlieren. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. So, und dann kommen wir zum letzten Thema von dieser Swiss-Info. Und Achtung, ratet mal, um was es geht. Ja, die ganzen Zuschauer, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber Lionel, zieh das Tor, es sind Wahlen. Yeah. Niemand freut sich. Ich habe euch in der letzten Swiss-Info versprochen, dass es noch eine wichtige Sache gibt. Das habe ich zwar in der letzten Swiss-Info durchgezogen, aber mir ist doch noch etwas weiteres aufgefallen. Nämlich einfach etwas ganz Kleines Interessantes. Wenn man nämlich in der Schweiz von einer Wahlsiegerin als Partei redet, dann hat die meistens einen Zuwachs von irgendwie 2-3%. Das ist verglichen mit anderen Ländern irgendwie gar nichts. Ich meine, das ist Standard in anderen Ländern. Und bei uns, wenn du schon 3% hast, bist du die, die am meisten zugelegt hat. Logisch haben wir in der Schweiz einfach extrem treue Wählerinnen und Wähler. Oder was macht das Ausland anders? Eure Meinung, erklärt mir das bitte mal in die Kommentare. Und das war es mit der 33. Folge von Swiss-Info. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schaut auf jeden Fall mal auf meinem Kanal vorbei. Wir haben auf dem deutschen, also ich habe einen deutschen und einen Schweizer Kanal. Auf dem deutschen Kanal habe ich ein Bestrafungsbattle gegen Lionel aufgenommen. Und auf dem Schweizer Kanal haben wir Interviews gemacht auf der Straße. Also wer interessiert ist, soll auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und damit, tschüss!